Hi und ein herzliches Willkommen heute zu einem weiteren Throwback Thursday. Und das Set heute ist so ein bisschen aus dem Effekt entstanden, und zwar bekommen wir ja jetzt im Januar die neuen Minifiguren-Packs mit 3 Minifiguren drin. Und das eine ist ja so ein Klon-Battle-Pack oder Klon-Minifiguren-Pack, und das andere, das Defense of Hoth, ist eben genau das hier, was wir damals 2010 schon hatten, das Rebel Trooper Battle Pack, nur eben nicht als Battle Pack und mit einer Figur weniger. Und da wir das eben noch nicht in den Händen halten dürfen, habe ich mir gedacht, ich nehme mir zumindest die alte Variante von 2010 hier raus, nämlich die 8083, das Rebel Trooper Battle Pack. Und wir öffnen das heute einfach mal, schauen mal rein, was man damals eben so für sein Geld bekommen hat. Das Ganze hat übrigens gekostet 14,99 €. Das kommt uns ja doch so ein bisschen bekannt vor, denn das Pack heute kostet eben auch 14,99 €. Durch die Inflation ist das allerdings berechnet die 17,20 €, die ihr hier links seht. Das heißt, 17,20 € musstet ihr im heutigen Wert dafür zahlen, für dieses Battle Pack. Dafür habt ihr eben aber auch 4 Figuren bekommen. Ich kann dazu allerdings auch sagen, das neue Pack hat 10 Teile weniger als dieses hier, also ungefähr eine Figur weniger. Das Set hier hat 79 Steine und das andere 64. Das jetzt kostet 14,99 € und das hier eben 17,20 €. Das Set kam im Januar 2010 auf den Markt und blieb 2 Jahre bis Dezember 2011. Und wenn ihr das Set heute noch kaufen möchtet, nämlich neu und verschlossen, müsst ihr ungefähr 25 bis 30 Euro einrechnen für eben ein solches kleines niedliches Set. Da würde ich auch sagen, kauft eine neue Variante von dem Ding. Da sind nämlich die Figuren auch deutlich schöner. Oder ihr nehmt das Ganze gebraucht für 15 bis 20 Euro. Da seid ihr dann eben auch schön mit dran. Aber ich kann es wirklich jetzt schon sagen, das werde ich am Ende aber auch nochmal erzählen. Diese Figuren sind einfach alt. Man merkt es, sie sind schön nostalgisch, aber es sind eben keine neuen Hoth Rebel Trooper. Also, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Unboxing und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bevor wir brutal die Packung öffnen, dachte ich, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Box. Was man hier vorne sieht, ist eben das Typische. Und ich kann hier auch schon mal daneben halten. Wir hatten nämlich zur gleichen Zeit auch ein Snowtrooper Battle Pack. So wie das heute quasi auch ist, nur so ein bisschen anders. Und die konnte man eben zusammen kaufen, haben jeweils 15 € gekostet und sehen tatsächlich eben auch sehr ähnlich aus. Auf der Vorderseite gar nicht mal so. Man hat hier unten diesen kleinen Kreis, den hatte eben jedes Battle Pack damals. Auf der Oberseite haben wir jedes Mal so ein 1:1 Ansicht-Ding, aber die Rückseite, die ist eben 1:1 übernommen, nur dass die Figuren ja an den Seiten ausgetauscht wurden. So, da ich jetzt eben schon gesehen habe, dass der Kleber hier sehr, sehr fest ist und das bei meinen eben auch so war, werde ich jetzt hier einfach mal, oder habe ich mein Messer Hans zu Hilfe genommen und das Ganze etwas aufgeschnitten. Ja, die Packungen gehen ein bisschen kaputt dabei, das ist auch sehr, sehr traurig, aber ich dachte, es ist besser, als wenn ich hier versuche, das aufzureißen und dann reißt mir das hier kaputt und überall kaputt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach so auf. Wir haben wie immer, ich denke mal, 2 Tüten mit dabei, eine große, die sehen wir hier, und eine kleine, die haben wir da. Und die Anleitung natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Battle Pack so oft in meiner Kindheit auf und wieder abgebaut, dass ich das mittlerweile, glaube ich, auswendig kann. Mal schauen, ob ich schaffe. Ja, okay, ich war ein bisschen enttäuscht von mir. Ich habe es nicht komplett hinbekommen, den so zu basteln, wie er war. Ich hatte ein paar Fehler drin und habe den dann nochmal neu aufbauen müssen. Naja, ich will den ja auch komplett so vorstellen, wie er gehört. Jetzt ist aber richtig und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Über die letzten 9 Jahre scheint doch ein bisschen was verloren gegangen zu sein. Wir beginnen mit den Minifiguren. Wir haben hier vorne den ersten Rebel Soldier oder Rebel Trooper oder wie auch immer. Der hier kommt tatsächlich auch zweimal in diesem Set vor. Einmal mit und einmal ohne Blaster. Er kriegt auch noch einen ab. Das sehen wir gleich. Aber er hier ist eben der erste und hat laut der Bauanleitung erstmal keinen da. Alle Einzelteile sind nicht exklusiv, aber dieser komplette, so in der Zusammenstellung, der bleibt exklusiv in diesem Set. Wie eigentlich fast alle, bis auf diesen roten hier. Der ist noch in einem anderen Set mit drin. Er hat auch kein zweites Gesicht, ist auch nicht besonders was Spannendes. Das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr cool finde an ihm, ist erstens dieses Backpack, aber zweitens dann auch dieser Helm. Weil bei diesem Helm oder diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sonst nennen soll, diesem Schutz hier oben, kann man auch diese Brille abnehmen und ihm die ins Gesicht klatschen, sodass er die quasi aufhat. Und das finde ich schon irgendwie eine nette Funktion. Schade allerdings, dass eben diese Halterungen hier immer zu sehen sind und die nicht dann so ein bisschen versteckter da sind. Also ich glaube, am besten sieht es wirklich aus, wenn man den hier oben hinpackt, weil das hier unten, das fällt nicht ganz so auf. Figur Nummer 3 ist dann ein Typ mit Schnauzer und ich muss ganz ehrlich sagen, er kommt mir bekannt vor. Ich habe ihn definitiv im Film irgendwo gesehen. Ich glaube, er hat irgendeine Kanone bedient oder sonst irgendwas, aber ich bin mir so sicher, dass ich den Schnurrbart irgendwo gesehen habe. Ich habe keine Ahnung wieso, aber er kommt mir einfach bekannt vor und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige.
Hier in diesem Set haben wir leider kein einziges bedrucktes Beinteil, aber es war, wie gesagt, 2010. Das heißt, da hatten wir eben noch nicht die besten Teile etc. Das heißt, ja, man hat eben auch manche Sachen wegstecken müssen. Ihr seht schon, der Torso-Print, der ist eben auch nicht der schönste. Hinten auf dem Torso ist nichts geprintet, also da müssen wir eben auch Rücksicht nehmen. Er hat einen Blaster mit dabei und das gleiche Backpack und auch den gleichen Helm, den die beiden anderen schon hatten. Und die einzige Figur, die sich so ein bisschen abhebt von den anderen, ist diese hier. Das ist nämlich der Snowspeeder-Pilot, oder er wird hier generell als Rebellenpilot eingesetzt, nämlich genau für dieses Fahrzeug hier hinten. Und er ist auch, ja, ich sag mal nicht besonders, aber er hat hinten einen Print auf dem Torso. Und das ist schon was Besonderes in den Zeiten von 2010, weil das hatte eben nicht jede Minifigur. Heute ist das ja quasi, man erwartet das schon, dass eben jede Figur hinten drauf Print hat oder vielleicht sogar Beinprinting oder so. Aber damals war es eben schon was Besonderes, wenn die hinten drauf überhaupt was hatte. Und ja, ich bin sehr stolz, dass diese Figur das abbekommen durfte. Und bei ihr finde ich definitiv den Print hier auf dem Helm am besten. Der sieht nämlich wunderbar aus. Ich bin richtig froh über diesen Print. Und die heutigen Helme sehen ja ähnlich aus und sie haben ja bis heute sehr viel beibehalten, auch alleine von diesem Print, auch mit dieser Mittellinie, auch die Seitendinger. Und deswegen, man merkt einfach schon, das war der Schritt in die richtige Richtung, und auch den Kopfprint finde ich an der Stelle sehr, sehr cool. Der ist nämlich mit so einem orangen Visier, das ist bei mir so ein bisschen verrutscht, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber so ein oranges Visier, was dann drauf gedruckt wurde, damit man eben so ein bisschen den Eindruck erweckt, er hätte eine Brille auf. Nun aber zum Fahrzeug selbst, und ich kann euch nicht sagen, wie viele Stunden ich damals damit verbracht habe, mit diesem Ding zu spielen. Ist so, ja, ich weiß nicht, es ist einfach eine Kindheitserinnerung für mich, dieses kleine Fahrzeug, gar nicht mal das andere. Also ich weiß gar nicht, wie viel ich mit dem hier verbracht habe, aber nicht so viel wie mit diesem Teil. Ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube, ich hatte 3 Stück von den Dingern damals und habe mich riesig gefreut, immer die Figur hier rauf zu setzen und dann einfach mit dem durch die Gegend zu fahren und einfach diese Kanone zu drehen und hier vorne das abzuschießen. Es ist einfach ein nettes, kleines Modell, und ihr könnt hier schon sehen, wir haben einen Blaster hier noch dran. Das ist quasi der verlorene Blaster von ihm, und er soll auch so rum rangesteckt werden. Ich weiß nicht, wie viele von euch das gemacht haben, aber ich habe den immer andersrum hingesteckt, also dass der nach oben gezeigt hat mit dem Blaster. Ich weiß nicht wieso, aber in der Anleitung, und das habe ich auch nie realisiert, war der so rum drin. Keine Ahnung, hat bestimmt einen bestimmten Sinn. So, diese Kanone habt ihr eben schon gesehen, kann man so ein bisschen drehen, vor sich hindrehen und auch nach oben biegen, und dann kann man sie quasi in alle Richtungen dann bewegen und in alle Richtungen schießen, wieso auch immer man das machen sollte, weil das ist ja ein Speeder. Also zur Seite und oben kann ich noch so ein bisschen verstehen, aber warum hier hinten? Also ja, dann kann ich auch den Speeder drehen. Das funktioniert ja eigentlich genauso. Und wenn es dann mal ein bisschen härter werden soll, haben wir hier unten noch ein paar Spring-Loaded, nee Quatsch, Flickfire Missiles hießen die ja noch damals. Heute sind ja die Spring-Loaded Shooter. Genau, die heute funktionieren nämlich, und die damals, die haben so ziemlich gar nicht funktioniert. Man muss hier eigentlich nur gegendrücken und die dann rausschießen, und dann fliegen sie ein bisschen. Aber die funktionieren halt nicht wirklich gut. Also man hat auch nicht wirklich sein Ziel treffen können. Man hat sich gefreut, wenn man irgendwie mal einen Trooper getroffen hat oder so. Aber so richtig besonders war das Ganze nicht. Oben drin haben wir dann noch eine Kiste, die man natürlich auch einsetzen kann für was auch immer. Die war nie wirklich besonders. Ich habe meine auch dann irgendwann festgemacht, weil ich irgendwie mit dem Speeder zu sehr immer um diese Kurven geflogen bin und die dann immer rausgefallen ist. Hier unten drin ist nämlich ein 2x2 Teil in Tan. Das hält die so ein bisschen nicht fest, deswegen da. Die wird hier einfach nur reingelegt und ist auch tatsächlich für keinen besonderen Zweck geeignet. Man hätte, wenn das jetzt ein heutiges Set gewesen wäre, wahrscheinlich oben einen Deckel drauf gepackt und hier die Stats für den Stud-Shooter reingehauen, aber es gab eben damals noch keine Stud-Shooter. Deswegen, dieses Ding hat absolut keinen Sinn, und ich bin mir nicht sicher, warum hier ein Kasten drin ist, aber ja, vielleicht hat das irgendeinen bestimmten Sinn. Könnt ihr mich gerne aufklären, falls ihr das wisst. Hier unten drunter sind ein paar von diesen 2x2 Inverted Tiles in Rund, die eben so ein bisschen bewirken, dass der Boden nicht zerkratzt wird oder eben auch euer Modell nicht drunter leidet, wenn ihr damit eben dann doch mal so ein bisschen härter spielt. Vor dem Fazit noch ein kurzer Blick in die Anleitung, und hier sind natürlich auch nicht viel spannende Sachen drin. Ihr seht schon, hier wird der eine Trooper komplett ohne Blaster gebaut, wie ich eben schon gesagt habe. Die werden dann am Anfang gebastelt und danach kommt der Speeder, wie das eben bei Battle Packs nun mal so ist. Wir haben hier nur ein einziges Bauwerk und das wird dann eben nach den Figuren gebaut. Hier hinten kommt die Teilanzahl vor der Werbung. Das finde ich sehr interessant. Auf der linken Seite nochmal die 4 Figuren, falls wir immer noch nicht da genug von bekommen haben etc. Und hier ist tatsächlich auch beschrieben, dass hier ist nicht irgendein Pilot, sondern Seth Seneska. Und das ist auch so ein bisschen ein Punkt, den ich gleich auch nochmal machen werde. Das ist eine benannte Figur. Ich habe ihn immer selbst als Kind, als ja normalen Piloten, als Snowspeeder-Piloten oder so, habe ich ihn einfach erkannt. Aber er ist eine benannte Figur, und das machen sie hier eben auch in der hinten in der Anleitung sehr, sehr klar, dass es eben auch eine bestimmte Figur sein soll und man nicht eine Million von diesen Battlepacks kaufen kann.
Ist ein bisschen schade, finde ich auch sehr grenzwertig, diese Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung, die offiziell von Lego getroffen wurde und die wir uns jetzt nicht irgendwie entscheiden müssen, ob sie richtig oder falsch ist, sondern sie ist einfach so. Hier hinten nochmal das Bild, was wir auf der Rückseite der Packung auch schon hatten und jetzt wird es nostalgisch auf der linken Seite. Einige Sets von 2010, ihn hier vermisse ich weiter, in denen habe ich schon vorgestellt, den werde ich auch noch vorstellen. Und dieses Bild, oh mein Gott, ich will unbedingt. Und dann haben wir hier noch ja, ein paar andere Sets, die auch zu der Zeit noch im Handel waren. Das finde ich auch sehr cool. Und der hier ist absoluter Wahnsinn. An den muss ich meine Finger dann auch nochmal bekommen. So, und jetzt wird es schwierig. Ich möchte natürlich zu diesem Set absolut nicht viel Negatives sagen, weil es ein wirklich cooles Set ist und ich ja vor allem nostalgische Gefühle gegenüber diesem Set habe. Ich habe damit so viel gespielt in meiner Kindheit und ich bin mir sicher, wenn ich die Kommentare anschaue, ihr bei euch war das genauso. Also das hier ist einfach so ein super nostalgisches Set, was sich in jeder Lego-Kiste wiederfindet, weil es einfach, ja, es war Basic-Ausstattung quasi von jedem Kinderzimmer, von jedem Lego Star Wars-Fan, der hat dieses Set. Und es ist einfach auch ein tolles. Also ich freue mich da jeden Tag drüber und das Ding sieht auch cool aus, wenn man es in irgendein Hoth-Diorama stellt. Jetzt aber zu den negativen Punkten. Die Figuren sind natürlich nicht mehr ganz up-to-date. Es sind nicht die schönsten Figuren, es sind vor allem auch nicht die besten Figuren. Gerade so Sachen wie einen benannten Charakter. Und ich weiß auch jetzt schon, dass sich sehr viele darüber aufregen oder aufgeregt haben und aufregen werden. Es ist eine benannte Figur. Seth Seneska ist ja ein bestimmter Snowspeeder-Pilot, der ja auch mitwirkt in dem Battle of Hoth. Und so etwas in ein Battlepack zu packen, das ist einfach keine gute Entscheidung, weil dann kann man eben nur eine bestimmte Anzahl von solchen Battlepacks kaufen. Ich persönlich, und das habe ich ja eben auch schon erwähnt, fand es aber nicht schlimm. Ich habe, wie gesagt, diesen Piloten als normalen Piloten wahrgenommen und nicht besonders speziell jetzt als, keine Ahnung, Seth Seneska oder irgendeine andere bekannte Persönlichkeit. Ich fand ihn einfach cool, weil er ein Pilot war und das war irgendein random Pilot, so wie Emmett ein random Bauarbeiter ist. Und ich habe ihn nie wirklich als spezielle Figur wahrgenommen und deswegen war der Spielspaß dadurch eben auch nicht eingeschränkt. Nicht wie wenn man irgendein Jedi in einem Battlepack drin hat. Würde ich euch das Set heute noch empfehlen für die 25 bis 30 Euro neu oder 15 bis 20 Euro gebraucht? Absolut überhaupt nicht. Kauft euch das neue Set, dieses neue Defense on Hoth mit den drei Rebel Troopern drin. Kauft euch das, seid super glücklich damit. Die Figuren sind deutlich besser und die Bauwerke eben auch nochmal ein bisschen spezieller. Das hier hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und ich bin mir sicher, ich bin absolut nicht der Einzige, aber wenn ihr gerade darauf aus seid, tolle Rebel Trooper für euer Hoth-Diorama zu ja, sammeln oder eben auch gerade den Hoth AT-AT gekauft habt, den UCS, und jetzt irgendwas haben wollt, um dagegen anzugehen, kauft euch das neue Set. Ihr seid damit definitiv besser aufgestellt, auch wenn da eben eine Figur weniger drin ist. Diese Figuren sind einfach nicht mehr passend zum heutigen Standard. Schreibt mir aber gerne eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren, was ihr davon haltet, ob es auch so ein nostalgisches Stück für euch ist und ihr damit mega viel gespielt habt in eurer Kindheit. Das würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.